Willkommen zurück hier zur FIFA 15 Oberliga-Karriere. Heute mit dem Auswärtsspiel gegen den KFC Uerdingen 05. Und ja, letztes Spiel mal wieder knapp gewonnen, weil Regen. 1:0. Und ich glaube, ich werde der Waldschmidt wieder in die Startaufstellung packen. Njalo da, Thiel. Ich hätte gern Theme. Sindram auf die Position für Mehring. Und ich lasse mal Löchelt wieder spielen. Weil, ne? Maslanka hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Der könnte auf dieser Position bleiben. Ja, finde ich eigentlich gut. So, die Mannschaft lassen wir so. Mal gucken, ob sie gegen den KFC Uerdingen gewinnen kann. Ich hoffe natürlich. Oh, und das? Neue Skill-Challenge? Hab ich ja noch nie gesehen. Ist ja geil. Okay. Nee, lassen wir es lieber. So. Oh gut, es regnet nicht. Es ist zwar bewölkt, aber es regnet zum Glück nicht. Halleluja. Okay. Makel. Ah, schön von Löchelt. Weiche, steht ein Spieler 1 Meter vor ihm. Und er passt zu dem, der 10 Meter woanders steht. Oh, wie er sich durchsetzen kann. Alter, Alter, liegt Uerdingen los. Ja, sicher! Ja, natürlich! Das ist verarschen, oder? Was zur Hölle war das gerade? Boah, Alter. Leute, was ist denn los mit euch? Freistoß. Ist das ein Fall für Yannick Jallo? Ich denke mal. Ne, zu stark. Ich habe die Freistöße mit ihm noch nicht so raus. Alter, was war jetzt das für ein Anfang? Leute. Eck mich am Arsch, du. Alter, er geht einfach nicht zum Ball, ne? So, jetzt mal. Saiti. Ah, oh, ja. Was für ein Spiel, ey. Was für ein Anfang. Auch genau in dem Moment, in dem ich passen will, natürlich. Da wollte Jallo mal einen raushauen, hat es aber leider nicht geschafft. So, nochmal eine schöne Ecke hier. Ah, Udegbe, im Kasten von Uerdingen. Hält den Ball fest. Ich komme gerade nicht auf den Anfang klar, ganz ehrlich. Ich wollte auf Jallo passen. Yannick, Jallo, so schnell ist er auch nicht. Ah, der Ball ein bisschen zu weit. So, jetzt. Jallo, show me that pace. Doch nicht dahin! Pass doch in die Mitte, wenn ich in die Mitte passen will! Ah, die Idee war doch gut, wenn du in die Mitte gepasst hättest! Ah. Meine Fresse! Boah, wunderschön. Gianluca Waldschmidt. 1:1. In der 26. Minute. Ihr habt gerade gehört, dass ich ruhiger war. Ich habe mich mal ein bisschen konzentriert und dann geht's doch. Obwohl ich eigentlich dachte, dass er im Abseits gewesen wäre. Oh, haut er den da in die Ecke. Keine Chance für Udegbe. 3 Spiele, 3 Tore. Schon sein 2. Tor in der Oberliga. Im 2. Spiel. Waldschmidt mit einer guten Quote.
Der Junge entwickelt sich. Aber wenn Irding in meinem Ballbesitz ist. Boah, Alter. Na also, Balleroberung. Jalo geht einfach durch. Jetzt mit einer schönen Flanke. Ah, schade. Ah, Kopfbälle kann Waldschmidt nicht so. Dafür ist er zu klein. Ah, schade, Abseits. War aber schön gedacht. Verdammt. Fehler. Oh, und Waldschmidt macht nichts draus. Er macht nichts draus. Oh, lol, Abseits. Ah, oh, wie ärgerlich. Oh. Er hat mein Spiel einfach gerade mal rausgetappt. Ich spiele immer noch im Fenstermodus. Wie ich in letzter Folge schon erzählt habe. Oh, zu spät. Hat man eiskalt mein Spiel rausgetappt. Komm, da muss Jarl noch mal einen raushauen. Ja gut, der war scheiße. Das kannst du besser, Minion. Ah, Saiti. Mit Einsatz. Ah, Waldschmidt. Ah, und die verkacken es. Sie verkacken es. Das gibt's nicht. Und natürlich stehen zwei Leute. Sie stehen förmlich auf dem Ball drauf und sind zu blöd, ihn zu erobern. Ey. Ja, natürlich. Ja, sicher. Kommt er natürlich noch zur Flanke, ne? Boah, den kann man nicht aufhalten. Komm, Jalo, lauf. Ah, geht er vorbei. Das ist gut. Ah, schade. Zinnram mit dem Versuch. Ah, man kann es mal probieren. So ein Ball kann auch mal reingehen. Leider in diesem Fall jetzt nicht. Ja, und Jalo geht einfach durch. Yannick, Jalo. Ach, wollt ihr den Torhüter tunneln? Ja, Leute, was macht ihr da? Seid ihr den Ball, seid ihr zu blöd, um den Ball aufs Tor zu bringen, ey? Was für ein Gewusel. Ah, steht leider immer noch 1:1, ey. Ich hatte wieder mehr Chancen. Und habe wieder nichts draus gemacht. Alle Spiele wieder. Alter. Was macht denn der da? Komm schon. Ey. Du hattest doch den Ball. Warum? Wie? Kann mir einer von euch sagen, warum der gerade einfach vom Ball weggelaufen ist? Ach, wohin denn? Weiß, er spielt Richtung Jalo, aber Waldschmidt geht ran. Wow. FIFA, I love you. Ist schon wieder so ein Spiel, was mir gerade richtig auf den Sack geht. Ja, voll auf den Torwart, ey, ich fass es nicht. Ja, wie er ihm einfach den Ball abnimmt, eiskalt. Ey. Ach, das ist zu langsam, oder? Ach, wie er ihn hält. Aber ich kann mich daran erinnern, dass er das Udogie im Hinspiel auch schon ziemlich viel gehalten. Och,
ey, spielt ihm den Ball vor die Füße. Hui. Heilige Scheiße, ey. Das Spiel gefällt mir nicht. Natürlich spielt Dennis aus. Er hätte ja nicht zurückpassen können oder so, ne? Och, Leute. Er braucht so lange, den Ball anzunehmen. Dann verliert er ihn einfach. Boah, ey. Ich dachte schon, der Ball wäre weg, ey. Jetzt vielleicht mal Antonacci. Natürlich kann er nicht flanken. Natürlich blockt er den Ball ab. Komm schon, Giallo, mach mich glücklich. Was? Oh, Deck bin ich schon mit 7 Paraden, ey. Der Typ ist Killer. Und ich glaube, der hat im Hinspiel auch schon einiges gehalten. Im Hinspiel hatten wir auch schon Probleme gegen Uerdingen, soweit ich mich erinnern kann. Boah, wieso hält er seinen Fuß nicht hin? Er stand doch daneben. No. Ja, wohin? Oh. Boah, zum Glück war das Abseits, ey, diese... Ah, dieser Ballverlust war schon wieder so unnötig. Unnötig. Komm jetzt, Waldschmidt. Alter, ja, natürlich. Wie schnell der einfach ist. Der ist auch schon das ganze Spiel drin. Der läuft auch schon das ganze Spiel. Aber nein, er ist natürlich noch um 50.000 km/h schneller. Makes sense. Komm schon, Giallo. Hau drauf! Mm. Oh, leck mich am Arsch. Giallo mit dem 2:1. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich habe Wolfert gar nicht dabei, fällt mir gerade auf. Ah. Oh, schön. Nein, Körpereinsatz. Ich pfeife 10 Sekunden später. Oh, da steht er frei. Den kriegt er aber nicht mehr. Gut, zum Glück. Zum Glück, ey. Alter. Nein, der Ball wäre schön gekommen. Oh, da war leider noch ein gegnerischer Fuß da. Ah, Treske. Er springt nicht mal, weil er schon weiß, dass er an den Ball nicht rankommt. Ey. Was zur Hölle war das gerade für eine Ballannahme? Ich habe ihn gepasst. Ne, weiß, er legt den Ball zum Gegner, damit er nur noch annehmen muss. Och komm, schon wieder sowas. Wenn der Ball ist drin gewesen wäre, ne? Dann wäre es 2:2. Ach, weiß Gott, ich renne die schon in der Verteidigung an. Sie können sich einfach eiskalt rauskombinieren. So als wären sie überhaupt nicht unter Druck. Sie sind die Einzigen, die hier spielen. Sie haben Spaß, sie haben Zeit. Ist ja nicht so, dass 5 Leute immer um den Ball führen und rumstehen. Nein! Alter. Ja, sicher. Zu spät. Mann. Boah, das ist ein Scheißspiel, ey. Ich
Ich hab gewonnen. Ja, aber trotzdem. Ja, da freut sich Giallo. Zu Recht. Aber wie? Wie ist die Frage? Knapp. Meiner Meinung nach verdient, aber unnötig knapp. Puh. Wir haben 2 E-Mails. Ja, natürlich kann ich nicht öfter spielen lassen. Scouting-Bericht. Da haben wir Nachwuchsspieler. Ja. Der sieht ganz vielversprechend aus, oder? Axel Brock. Offensivspieler. Achso, okay, wir haben zu wenig Geld. Brauchen mehr Gehaltsbudget. So. Den verpflichten wir mal. Beschleunigung hat dieser ein Potenzial von 90. 90 Beschleunigung ist natürlich auch nicht schlecht, aber die anderen. Ich werde das Scouting fortsetzen. Und ja, das war schon wieder für diese Folge. In der nächsten Folge geht's ins Spiel gegen Bodissa Bautzen. Und ich würde sagen, haut rein, Leute. Und ich würde auch sagen, machen wir Schluss für heute.